Morgen, morgen, Mensch mit Guts. Wir sind die Nordic Ashes. Wir spielen mit Hafgrim. Denn letztes Mal habe ich mir Tyra Jötunheim vorgestellt. Habe das nur auf normal spielen können. Habe mittlerweile auch Experte geschafft. Also ist jetzt mal Hafgrim dran. Mit dem habe ich eine Weile nicht gespielt. Wir machen Experte. Los geht das Ganze. Wir müssen hier in Jötunheim immer an diesen Feuerstellen laufen, die jetzt aus sind. Warum auch jetzt ist er an. So. Aber erstmal müssen wir uns aufwerten. Sonst bringt uns der ganze Spaß gar nichts. Nehmen wir gleich ein bisschen XP mit, oder? Ne, wir nehmen uns mal ein paar. Oh, Bereich gleich mal auf legendär gewesen. Jetzt schon neu Wurf. Nö, Projektil ist okay. Jetzt haben wir schon ganz viel blaues Zeug dabei. Ich glaube, das ist stark genug. Wir machen mal ein bisschen, dass wir noch ein bisschen mehr Erfahrung kriegen. So, wir wollen gleich mal. Ist ja arschlangsam, wenn man die Tyra so immer spielt. Oh Gott, der ist genauso eklig wie alle anderen Charaktere. Ah, ich brauche unbedingt Schuhe, damit ich die vernünftig spielen kann, die Leute. Ich bin einfach mal gespannt, wie der sich hier spielt quasi, weil die Tyra, wenn die langsamer wird, fällt das nicht mal so doll auf. Wie ist das aber mit anderen Charakteren? Hier gilt, dass man natürlich nicht liegen, nehmen wir schön mit. Die Eulen halten noch ein bisschen was aus, du, meine Güte. Kriegt er nicht mit einem Schuss tot? Und wir müssen nochmal ein bisschen aufwerten, weil wenn wir schon Erfahrung haben, dann klatschen wir die jetzt auch hier. Ein Punkt noch, komm. So, und jetzt geht's wieder weiter auf der Waffe. Mach mal frei hier. Genau. Jetzt kann ich das nicht mehr mitnehmen. Ach so, der hat schon vier blaue. Der hat halt so ultra wenig Treffer. Ja. So, fünf Dacken. Oh, da haben wir einen Boss. Noch ein. Zwei Eulen, die schießen übrigens. Ihre Federn, so ähnlich wie unsere. Das war schön, mal ein paar Level gemacht. Ich hätte gern mehr Schaden als Abklickzeit. Na, wir würfeln mal neu. Das ist ja auch nicht besser. Ja, das können wir machen. Wie mal blöder Unsinn gewesen. Naja. Meine Bereich ist auch ganz nett. Weil gerade der hier viele Flächenschaden damit macht. Und wir nehmen den euren Giftpilz einfach mit. Steigen halt gerade ordentlich Level. Oh ja, das ist schön. So, dann Projektiltempo finde ich eigentlich ganz nett. Dann können wir noch ein bisschen Gletscherkram mitnehmen. Damit zumindest schon mal anfangen. Weil darauf zu hoffen, dass man eine andere Waffe findet, ist immer so ein bisschen schwierig. Also einfach die Waffen nehmen, die der Charakter da so vorgibt. Vor allen Dingen hat sich das resettet, sodass ich hier nochmal Crit machen kann. Aber auf wie viel? 10% Angriffstempo geht runter. Ah, das ist nicht so schön. Aber Crit ist jetzt auch nicht das schlechteste. Das Projektiltempo könnte meines Erachtens noch ein bisschen schneller werden. Da müssen wir noch ein bisschen mehr einsammeln. Hier können wir unser Geld verdoppeln. Aber für 7 Tacken lohnt sich das gerade nicht. Das ist doch ein bisschen langsam. Wir müssen mal in so einer Flamme widerstehen. Aber irgendwie springen die immer erst an, wenn ich schon 3 Minuten da stehe. Ach, shit. Mal bitte die Eule kaputt, genau. Und jetzt den großen da oben. Gut, den können wir noch mal ins Feuer gehen. Komm, komm, Feuer, Feuer. Boah, ganz schön lange. Bis nachher im Expertenmodus vorstelle, ist das bestimmt richtig abfuck. Nichts so geiles bisher bei. Macht immer noch gar keinen Schaden gefühlt. Jetzt müssen wir unbedingt auf Schaden trimmen demnächst. Ach komm. Komm, erstmal was. Keine Heilung drin. Machen wir den großen da kaputt. Ja. Der große muss weg. Was denn nun, Mensch? Ich will in die Kiste ran. Sind sogar 2 Kisten schon. Dauert immer so ein bisschen. Ist noch nicht so stark gerade. So, wir nehmen durch die Abklingzeit. Ja. Lauftempo, ja, in dem Gebiet ist Lauftempo was Schönes. So, wir gucken mal nach unten, wie viele Erfahrungspunkte ich hier abgeben soll. Und vor allen Dingen mal wohl ein bisschen leveln. Ach nee, ich will jetzt Schaden haben. Meine Güte hier. Ja, 3 Punkte. So, wie viel Erfahrung brauchen wir da unten? Wahrscheinlich auch wieder 3.
Reihe für das Schwert. Ist das das Lichtschwert, oder? Ja. Ja, kann man mitnehmen. Ist jetzt nicht ganz so verkehrt. Ich könnte übrigens auch mal den Kristall, den ich eingesammelt habe, damit es ein bisschen leichter wird, in den Stab investieren. Man merkt, ich habe es eine Weile nicht gespielt. Das stimmt eigentlich nicht. Ich habe ja nach der letzten Aufnahme quasi noch 2 Runden gemacht. Schwer und Experte. Ja. Komm, ein bisschen erfahren geht noch. Da noch ein bisschen. Ja, nehmen wir das Schwert erstmal mit. Geh mal weg, großer. Resettet sich das oder bleibt das weg? Bleibt weg, perfekt. Also was heißt perfekt, aber ich wollte jetzt nicht noch mehr Erfahrung ausgeben. Ich hätte denn lieber einen anderen. 2 von euch. Alle beide verschwunden. So. Bisschen Geld. Der ist einfach zu träge, ey. Ich habe halt auch schon 5 Eis drin. Warum ist der auch so langsam? Da ist mal wieder eine Feuerstelle. Und da unten können wir Gegner von meinen. Laufen wir erstmal hier rein. Damit der schon mal zählt. Und dann bleiben wir hier ein bisschen stehen. Was ist mit dem Feuer los? Sag mal, ist das bei euch auch so? Dass das immer erst eine Minute braucht? Muss der Charakter das anmachen? Soll das so ein bisschen symbolisch dafür sein? Jetzt ist das Angriffstempo wohl ein bisschen hübscher. Komm, geh runter mit dem Kran hier. Ah, okay. So, jetzt sind wir gleich bei 0. Komplett runter. Jetzt sind wir wieder frei. Aber das Ding geht auch immer wieder aus. Warum geht nicht aus? Muss man Holz nachlegen, Junge. Dann wird das auch nicht aussehen. So, wir brauchen mal wieder ein paar Herzen hier. Aber die großen Riesen, die halten halt Fenster aus noch. Fängt nur einfach nicht. Kranke Scheiße. Hier, komm, vergiftet mal alle, damit ich ein bisschen Freiraum hier kriege. So, 50 hier noch. Das Gift hier drin ist jetzt auch nicht schlecht für meine Pilzwaffe, die ich habe. Aber Heilung ist immer noch auch nicht verkehrt. Wir werden, glaube ich, mit ihm mal anfangen, schon mal die Kristalle zu besorgen. Dann machen wir den Eiskram. Oh ja, das ist ein schöner Punkt hier. Oh, 5 Punkte brauche ich jetzt. So, noch 17 Gegner da drinnen. Komm, kriegt mal ein paar Rinder, damit ich euch ein paar abschießen kann da drinnen. Schon wieder Eis auf 2. Noch 8. 6, 5, 4. So. Hat sich nicht refreshed. Okay, dann gucken wir mal nach da oben. 5 Punkte haben wir zusammen. Nehmen wir also gleich mal mit. Hallo, Mr. Eule. Verrecke bitte. Stirb, 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 stirb. Jetzt stirb doch mal. Oh, gerade noch geschossen. Rechts ist ein bisschen Geld aufgetaucht, aber da habe ich gerade keinen Nerv für. So, was bringt hier? Auch mal so ein bisschen auf giftmäßig hier. Ich kann das Geld natürlich auch einfach mit meinem Ring einsammeln. Aber da können wir noch einen Moment warten. Wir machen mal ein paar Riesen hier weg, damit ich da rankomme. Sind das überhaupt so viele? Shit, ich muss da wieder raus. Ich hatte schon ein paar Mal, dass wenn ich das eingesammelt habe, das quasi resettet ist. Oh, da ist ja ein Gegner drin. Aua. Der hat mich natürlich ordentlich erwischt. Jetzt ist er aber auch weg. Wir nehmen das hier einfach mal mit. Wir nehmen hier noch ein bisschen was mit. Sieht man kaputt, ihr 2 Großen. Einer ist schon mal weg. So, 24 Geld zu verdoppeln ist immer noch nicht geil. Das lohnt sich noch nicht. Oh. Was machen Sie denn schon hier? So stürmisch, junge Frau. Ich werde langsam arschlangsam.
Langsam, Arsch, langsam. Oh Gott. Ja, ich bin zu träge gerade für dich. Ich mache auch zu wenig Schaden. Das läuft ja gerade gar nicht. Das läuft ja gerade gar nicht. Gehen wir hier drüben noch lang. 5 Schaden mehr, ja. Feuer, Eis, Elektro. Das ist noch. Ein bisschen schnelleres Projektiltempo. Und komm, wir machen auch nochmal 2 Punkte drin. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das überleben. Hallo, Feuer, geh doch mal an. Was soll denn das? Bin ich hier dreimal mehr gelaufen? Das Feuer zwischendurch ist echt scheiße. Schon wohl aus. Bisschen Heilung noch mitnehmen. Kriegen wir den Ring? Ne, kriegen wir nicht hin. So. Da ist zumindest ein bisschen Heilung. Und mein Magen hat geknurrt. Ich sollte vielleicht mal was frühstücken. Oh, der Coupon ist natürlich lecker. Den nehmen wir mit. Danke. Jetzt kostet alles fast nichts mehr. Rote zu blauen Herzen kann ich sowieso nicht ab. Aber den Ring für Erfahrung nehme ich noch mit. Angriffstempo nehmen wir wohl noch mit. Bereich nehmen wir mit. Die Kiste können wir leider uns nicht leisten. Aber wir nehmen noch ein grünes Herz mit. Für 2 ist das jetzt auch nicht so tragisch. So, wo packen wir die 8 Punkte rein? Noch ein bisschen im Projektiltempo, das macht immerhin 10% aus. Klatschen das Schwert noch ein bisschen höher. Ah, hätten bessere Sachen sein können, aber ich wollte jetzt nicht mit so wenig Erfahrung ständig refreshen. So, ich finde mal schade, dass einfach alles weg ist, was hier rumliegt. Boah, was halten die denn schon wieder aus? Ekelhaft. Bin ganz schön eckig. Dort gibt es Heilung. Ab zur Heilung. 4 Kristalle habe ich rum. 2. Ich muss also 2-mal getroffen werden. Okay. So, ist das hier unten eigentlich immer noch. Verdammt, das müsste immer noch die Lupe, der Spiegel sein. Lupe. Naja, sieht so ein bisschen zu komisch aus, der Handspiegel. Wer benutzt dann halt noch einen Handspiegel? Hier ein Schwein. Also. Als Mann vielleicht nicht. Jetzt braucht vielleicht doch. Wobei, es stimmt auch nicht. Man nimmt doch eigentlich sein Telefon mittlerweile. Es nimmt doch kein Mensch mehr in den Spiegel, oder? So, ich möchte mal noch ein bisschen auftauen, Leute. Ein bisschen kühl hier draußen. Ist einfach ein bisschen kühl, Leute. So, jetzt kommen wir noch ein paar große dazu. Aber da oben liegt noch mal was zum Heilen. Da würde ich eigentlich gerne hin, aber. Dafür muss ich erstmal den Typen da ausweichen und der Eule auch noch. Aua. Mal weg. Ich finde das nicht in Ordnung von euch, dass ihr mich hier so bedrängt. Ich mache einfach zu wenig Damage. Vielleicht noch ein bisschen Bereich rausholen und noch eine Waffe zupacken. Aua. Was soll denn das? Könnt ihr nicht mal nett bleiben? Ich habe euch nichts getan. Die Projektile steuere ich nicht. Kann nichts dafür, dass ihr da reinlauft. Komm, lass mich an das Geld. So, wo sind die anderen von unten? Oh, wir halten die ganz schön dicke aus. Wollte eigentlich nochmal durch nach unten. Aua, den habe ich nicht gesehen. Das fand ich unverschämt. Ich bin schon wieder so arsch langsam. Wo ist denn hier mal ein Feuer? Da rechts. Lass mich mal darüber, Leute. Ihr müsst da mal weggehen, das ist sonst doof für mich. Ist das Feuer auch mal an? Wahnsinn. Shit, ey.
Fetten belagern mein Feuer. Das ist unverschämt. Holt euch doch euer eigenes. Guck mal, da kommt noch ein dickerer. Ach Mensch, geht doch mal weg. Ich meine, die 5 Punkte wurde verteilt, war jetzt vielleicht ein bisschen leichter nochmal wird. Man weiß es nicht. Ist aber auch eng hier, bin ganz so schwer in Erinnerung. Ich meine, das wäre nicht unter Ragnarok 5 Modus, aber doch nicht so. So, machen wir den Dicken da kaputt. Danke. Eine Kiste nehme ich auf jeden Fall mit. So, wir müssen mal nach rechts oben gucken. Ja, wir nehmen noch mehr Bereich mit rein. So, hier ist ein Feuer. Da können wir vielleicht mal die 3... Oh, da ist nochmal eine Kiste aufgetaucht. Aber wir warten, bis das Feuer einfach ausgeht. Das gibt es sowieso gleich wieder aus, so wie ich das Spiel kenne. Ja, da ist es auch schon wieder weg. Vielleicht hilft das nur für ungefähr 2 Buffs und dann müssen wir neu ranlaufen. Ich hätte neu würfeln können. Das hätte ich machen sollen. Ich bin noch nicht ganz wach, glaube ich, im Geiste. So, komm, damit der Eisseuche mal fast komplett zumindest weg ist. So, mal ein bisschen Heilung. So, was wollen wir denn hier? 5 Erfahrungspunkte, dass die Immunität von Gegnern aufgelöst wird, ja? Ne, wenn sie verbrennen, brennen sie weiter. Das könnte man machen, weil der Stab ja immer noch ab und zu mal Gegner verbrennen. Komm, geht mal weg. Danke. Ein bisschen Geld ist nochmal aufgetaucht. Ja, Geld verdoppeln ist gerade total schlecht, weil ich das A ausgebe. Und B hier gar nicht so viel gerade auftaucht. Vielleicht nehme ich den Spiegel einfach gar nicht mit, die Flügel. Vergesse ich bestimmt am Ende. War unwichtig bisher. Ja, und da liegen für 15 Tacken nochmal ein paar Treffer. Also werde ich doch die wahrscheinlich als nächstes mir holen. Muss bloß noch an der Münze kommen. Mach mal Platz, Leute. Mach mal Platz. Ich muss hier durch. Heiß und fettig. Vorsicht, heiß und fettig. Ah, das Schwert ringsherum ist so ein bisschen Schutz nochmal. Ich hätte doch jetzt erst das Gold verdoppeln können und dann holen, aber ich finde das so wenig, nur 15 Münzen zu verdoppeln. Oh. Ach, Kacke. Doch mal, bitte. Wieso brechen die Dinger denn nicht? Oh Gott, die legen mich gerade jetzt schon auseinander hier. Das ist nicht so geil. Das waren ganz schön viele Treffer eben. Abklickzeit weiter. Und da das Eis durch macht, wird es mal ein bisschen Schaden. Das Eis durch macht wenigstens mal ein bisschen Schaden. Wäre das ja vielleicht gar nicht so schlecht mit Einfrieren und Brandschaden zusammen, aber gut. Jetzt ist dem so. Wir haben hier noch ein bisschen Blitzschaden. Ah, das gefällt mir gar nicht. Ja, wenn denn so. Dafür brauchen wir aber jetzt auch mal 5 Punkte wieder. Ich brauche rein theoretisch nur meinen Ring benutzen, dann habe ich die Punkte zusammen. Was mache ich erst, wenn der Boss da ist? Geh mal mit hier. So, unten ist noch was mit verteidigen. Bereich, oder? Bereich? Ja, kommt. Noch mehr Freiraum schaffen, in der Hoffnung, dass das was bringt. So, hier drüben ist noch mal irgendwo Heilung in den Büsch versteckt. Der Große will eh nicht umfallen, wie ich sehe. Ach, den hasse ich. Den kann ich auch nicht ab. Bosse sind hier schon eklig mit seiner Eisattacke, die immer so ganz schnell da ist, den ich in den Effekten nicht so richtig erkenne. Oder zwischen den Effekten. So, oh, hier gibt es eine Waffe, aber ich muss 350 Gegner killen. Das sieht natürlich gerade ungünstig aus. Dafür gibt es hier nochmal ein bisschen Heilung. Oh, das war eng. Was richtig Schaden gemacht habe ich noch nicht, aber ich bin ja auch bisher nur weggelaufen. Immer seine Eisspiralen jetzt. Weg. Ich würde denken, ich muss das Item weg haben, damit ich meine Erfahrung jetzt einsammeln kann, mal zwischendurch. So. Wo ist es da lang? So, wir können mal ein paar Punkte jetzt verteilen. Wir nehmen den Punkt hier mit. Dann nehmen wir noch ein bisschen Bereich mit drin.
So, und als nächstes vielleicht noch die Statusdauer von irgendwelchen. Oder unten das Licht, das, die Schwerter ringsherum. Da müssen wir hin. Das war knapp. Ah, ich wollte gerade noch reinlaufen. Also ein Stück zur Seite. Wir haben gerade so viele Punkte. Ich überlege fast, ob ich neben dem Schwert die Kugel aufwerte. Oder ob ich den Feuergraben weitermache. Statusding. Statusdauer ist halt auch eine nette Sache. Für den Betäuben-Scheiß und so. Für den ganzen Statuseffekt. Warte mal, wir nehmen die einfach einmal mit. Und machen hier jetzt noch 2 Punkte rein. Das ist er nämlich gerade betäubt gewesen. Oder hat er bloß seine Attacke geplant? Man weiß es nicht. Da, jetzt ist er gelähmt. Das ist immer ganz nett, aber jetzt rastet er auch mal aus, wa? Shit, bin einfach schon zu träge. Muss mal an dem Feuer kommen. Das ein bisschen lange vergessen. Aber. Okay, okay, das war. Das war das Feuer einfach, was ich verpeilt habe. Ich kriege 3 Blätter für eine Aufgabe, die ich erfüllt habe, glaube ich. Ah, verdammt. Ist schon nochmal eine andere Hausnummer, aber es war auch noch nicht so gut. Ich muss das öfter spielen. Einfach öfter spielen. Aber wir haben 3 Punkte. Ihr seht, ich habe hier drüben so ein bisschen fürs Sammeln hauptsächlich. Und hier auf Kampf. Dadurch kamen die Sachen doppelt. Ich könnte hier nochmal ein bisschen gucken, dass ich mehr Bossschaden oder sowas mache. Oder die Abklingzeit von Spezialzeug oder was weiß ich. Bin ich mir immer ziemlich unschlüssig. Wahrscheinlich nehme ich mal neu würfeln, damit ich das öfter mache. Oder mehr Schaden. Ne, 5% mehr Schaden ist halt auch lecker. Kann man nehmen. Für 3 Punkte. Ja, gut. Dann war es heute nicht so erfolgreich. Leider. Ich mache trotzdem weiter. Ja, ich spiele. Spiele ich noch eine Runde? Ich habe keine Zeit. Zeit ist jetzt ungünstig aus. Muss mein Kind abholen. Insofern, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, da bin ich schon verloren. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe gleich nach der Runde, weil das so enttäuschend war, einfach noch eine gemacht. Habe zwischendurch pausiert. Das ist ungefähr die Stelle, wo wir waren. Hab Mittag gegessen. Jetzt machen wir einfach mal weiter. Wie ihr seht, hier liegt quasi eine größere Sammelreichweite rum. Ich bin natürlich schon wieder maximal eine Eis. Weil ich hier in diesem Kreis drin rumstehen muss. Aber der Boss beeist mich halt schon mal wieder ordentlich. Ich habe diesmal natürlich mehr Waffen. So, noch kommen 8 Sekunden noch. Na, da stand ich von Anfang an schon ungünstig. Kommen schon 2 Sekunden noch. Gehabt. So, und ein Feuer. Such mal, ein Feuer. Da unten haben wir ein Feuer. Er macht da drüben weiter in sein Eis. Wollen wir uns noch mal ein bisschen. Ach komm. Die träumen. Wollen wir uns noch mal ein bisschen auftauen hier. So, Feuer geht natürlich mal wieder nicht mehr an. Hat keinen Bock. Voll auf René laufen. Nochmal René laufen. Was ist denn das? Bin ich jetzt im Doppeleis oder was? Aber er ist doch gleich mal umgefallen. Oder ist schon umgefallen. Das war knapp. Ein halber Herz. Also ein halbes Herz noch. Wie gesagt, den mag ich nicht so. Den kann ich nicht ab. 2-mal gleiche Gegenstände natürlich auch Premium. Aber hier kann ich 25 Gold für 10 Gold kaufen. Hier gibt es einen Doppelabpraller. Ja, das ist ja Pflichtkauf. Ganz ehrlich. Wenn ich mindestens ein blaues Herz habe, mache ich 25% mehr Schaden. Das will ich auch haben. Genau wie hier oben 2 leere Herzcontainer. Das ist auch absolut notwendig. So, mit 4 Tacken können wir jetzt nicht mehr viel reißen. Ich habe, wie ihr seht, hier keine Ultimate bisher. Ja, es gilt, könnte ich jetzt machen. Und der Hoffnung, dass ich hier nochmal ein bisschen Münzen dran kriege. Ich muss aber sagen, es liegt jetzt nicht so viel Interessantes da, bis auf die Ringe. Darum bin ich gerade arg am Überlegen. Ich habe diesmal erstmal nur alle Waffen geskillt und fange jetzt erst an, oder habe dann angefangen, die Sachen aufzuwerten. Erstmal nur auf Waffen gegangen. Alles andere war mir vollkommen egal. Habe aber mit XP angefangen. Stimmt, nicht ganz. Also ich habe erst XP, meine kompletten Anfangs 10 Punkte rein geklatscht. Habe die ersten 2, 3 Gegner langsam tot gekriegt. Und seitdem, ja, ich habe auch hier mit Blitz angefangen, mir mein erstes Kristall reinzuklatschen. Und ich überlege fast, ob ich den nochmal nehme. Entweder den Blitz, aber Eis, nee. Oder das Feuer. Komm. Wir nehmen das Feuer. Erhöht die Schaden der Feuerbälle um plus 12 und die Größe um 100%. Erzeugt einen äußeren Ring aus 13 Feuerbällen. Dann habe ich 2 Ringe.
Mehr Schaden und Grün. Ne, wir machen zwei Ringe, komm. Und dann pumpen wir hier auf Feuer einfach. Wir nehmen gar nicht den Quatsch hier unten. Wir nehmen ja nicht die Ultimate-Scheiß drauf. Wir machen so weiter. Ach, warte mal, ich kann mit den drei Tacken hier, also beziehungsweise mit den vier, die ich habe, mir nochmal Winzen ein Herz gönnen. Hat zwar noch ein bisschen blaue Herzen, aber rote waren halt fast komplett weg. So. Ja. Wobei die roten, die blauen sind dazugekommen, weil ich im Shop angekommen bin. So, aber der Doppelring, der macht zusammen mit dem Eis und mit dem ganzen anderen Scheiß doch ordentlich was aus. Ich muss zugeben, ich hatte grauenhafte Gegenstände. Also. Der geht ja tatsächlich nicht mehr hier. Der ist sogar ganz gut. Der da oben ist. Nehmen wir ein Projektil mehr, müsste ungefähr 93 Schaden mehr sein. Aber hier macht man Eis und Feuer nochmal gegenseitig Schaden und der Verbrennungsschaden steigt. Das ist ganz schick. Aber ich hatte halt diesen Stein, der mich quasi nochmal langsamer macht. Das will ich in dieser Welt gar nicht erst sehen mit einem Charakter, der sowieso nicht schon der schnellste ist. Was habe ich noch gehabt? Boah, irgendwas war es noch mit dem. Ah, ich weiß nicht, hier diesen Einzahl, also plus einen Schadenstein oder sowas. War das das? Nee. Was hatte ich noch richtig beschissenes? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist halt das Mittagessen dazwischen gewesen. Geh mal weg, du Bastard. Aber man sieht, ich krieg die durch den ganzen Kram, den ich jetzt habe, deutlich besser tot. Kommt gar nicht so heiß, also so nah ran. Der Sandfeuer war heiß weggebrannt. Weggeschmolzen quasi. Oh, die Eule ist auch schon futsch. Ganze XP liegt hier draußen rum, da müssen wir vielleicht nochmal langlaufen. Aber der Trank ist, die ganzen Tränke gerade sind eigentlich ganz interessant. So, wir müssen natürlich noch ein bisschen der Posten loswerden. Das vergesse ich nämlich immer fleißig. Wir haben größere Sammelreichweite, was echt schön ist für die Erfahrung, schön angenehm. Das kompensiert auch, dass ich den Ring quasi gerade nicht habe. Und durch das Lähmen hier mache ich auch die Angriffe der Gegner so ein bisschen. Der hat mich denn jetzt getroffen. Wie auch immer, durch das Leben mache ich so ein bisschen die Angriffe der Gegner unterbrechen. Die braucht man hier immer noch 200 noch was. Ich hatte vorhin auch einen, wo ich hier 350 platt machen musste. Um dann nochmal 350. Das war auch ein bisschen eklig. Ich weiß gar nicht, ob das zweite denn noch gemacht hat. Aber wir können wunderbar durchlaufen hier. Da ist nochmal ein Fetti. Heiltränke sind auch noch fleißig hier am Auftauchen. Erfahrung läuft auch. Wir könnten links mal wieder was teilen, aber es läuft so gut, dass ich das nicht, dass sich das einfach nicht lohnt. Das hat mich mal wieder getroffen. Bei den großen Gegnern erkenne ich das einfach, muss ich zugeben, ganz schlecht. So, komm, machen wir mal hier noch ein bisschen. Ja, was nimmt man denn noch? Hier die Dauer. Einfach die Projektilgeschwindigkeit. Ihr seht, ich balanciere mich um die Ultimate rum, weil die mich am wenigsten interessiert tatsächlich. Weiterhin. So, 5 Punkte brauchen wir. Da haben wir nochmal eine Heilung drin. Ich werde langsam schon wieder ein bisschen träge mit dem Charakter. Ich will mir den Heiltrank hier noch gönnen. Das wollen wir mal gucken. Überall liegt was rum, wo ich XP verbrauche. Hier ist aber erstmal eine Feuerschüssel. Die nehmen wir mit. Noch mal ein bisschen Arsch aufwärmen hier. Dann kriegt ihr. Meine, zu nahe sollte man ans Feuer nicht gehen. Dann brennt auch noch der restliche Sack weg. Aber zum, unter der Bart vor allen Dingen. So, Kopf. Haben wir den? Ja. Noch eine Kiste drin gehabt. Es läuft zumindest deutlich geschmeidiger als davor. Ja, noch mehr Bereich. Guck mal, den dicken hier mal. Der ist schon weg. Ups. Wie viele Gegner hier links sind, das ist ja hart. Bin ich auch noch direkt drin gelaufen. Ich dachte, der stoppt mal vorher. Ja, ich habe halt schon auf die Karte geguckt. Hier, sowas hier. Brauche ich nicht. Noch mehr Lauftempoverlust ist einfach kack. Will ich nicht haben, so ein Scheiß. 5 Schaden mehr, ja. Kostet mir bloß XP für den. Oh, hier. Oh ja, den wollen wir unbedingt mitnehmen. Beste Gegenstand im Spiel finde ich immer noch. Ja auch, das Eisding brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme das jetzt mit, weil ich nicht weiß, wohin mit meiner XP. Und weil ich hoffe, dass nochmal was Neues auftaucht. Oh, meine Zeit ist schon um. Sind wir schon am Ende angekommen?
Mein Gott, die Zeit ist aber verflogen gerade. Komm, nehmen wir den mit. Mehr können wir uns eh nicht leisten, aber wir gucken, was in der Truhe ist. Ich bin immer so ein bisschen am Truhen öffnen. Nur kommen wir ein bisschen mehr Schaden für das Feuerzeug. Wie gesagt, mehr können wir jetzt eh nicht leisten. Sonst müsste ich jetzt doch. Ne, wir nehmen erstmal den und jetzt, weil ich nicht mehr weiß, wohin mit dem Scheiß, können wir das ja machen. Komm. Münze einsammeln. So, was haben wir hier drüben? Naja. Dann können wir uns ja doch noch eine Sache mitnehmen. Was nehmen wir da? Wirkchance? Dauer. Komm, nehmen wir Dauer. Mehr wird's leider nicht. Gucken wir mal, was wir mit den Herzen reißen können. Ich bin cool, dass das jetzt so eine andere Arena ist. Oh, meine Feuerzeug hier kommt schon bis vorne ran am Gegner. Ich bleib immer gerne in der Mitte stehen. Gehen wir mal einen Schritt nach da. Gehen wir mal einen Schritt nach da. Mal stehen bleiben, ganz entspannt. Hoffentlich mal nach unten, nach hier drüben. Können wir wieder nach hier gehen, können wir noch ein bisschen rangucken. Hallo. Oh, er schießt. Das habe ich noch gar nicht gesehen, die Laseraugen. Meistens war der vorher schon tot, bevor ich die gesehen habe. Mit der Türe. Ganz schön viel aus. Wir machen mal die Ultimate auch noch reindrücken. Würde ich denn das jetzt ausweichen? Egal, er ist besiegt. Insofern haben wir den auf Experte mit ihm jetzt auch geschafft. Vielleicht nochmal ein paar Blätter kassiert. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich den Charakter gewechselt habe. Ja, leider keine neuen Gegenstände gefunden. Mir fehlen im Glossar ja noch zwei Sachen. Das ist einmal die Krone, die Meteor-Krone vom ersten Boss im Midgard. Ne, vom zweiten. Oculus Stab von der zweiten Welt in Svartalfheim. Na, Welle 3, glaube ich, ist das. Dann natürlich die Sachen aufsteigen zu lassen. Ich muss sie finden und aufsteigen lassen. Und dann habe ich ansonsten alles. Also insofern, ja, mal gucken, was die Krone und so macht. Das würde mich noch interessieren. Wenn ich das so rausfinde, Trophäen, wie ihr seht, ist hier nicht mehr viel zu holen. Irgendwo war auch, dass ich das gesehen habe, wie die, wenn ich Gegner töte, Blätter anzeigen. Ist das hier? Ja, Mensch. Hier können wir noch ein paar Sachen schaffen, wie ich sehe. Die mystischen Raben soll ich noch mal ein paar tausend besiegen. Oh, Schwertlakaien habe ich ja fast gar keine umgebracht. Ich war lange nicht in der Welt, seit es das gibt, glaube ich. Welche waren das? Wo waren die Schwertlakaien? Gleich nochmal überlegen. Der junge End, ja, die Trollpilze, ja, okay. Das ist alles so Richtung zweite Welt, ja. Ja, alles Alfheim. Alfheim wird das hauptsächlich sein. Schwertzwerg, ja doch, das ist mehr Alfheim, was ich noch ein bisschen machen muss. Warum ist das eigentlich hier so unterbrochen? Ach, bestimmt, dass das hier die Welt ist. Also Alfheim. Ne, hier ist Alfheim. Das ist alles Waterfamp wegen den Zwergen. Ah, okay. Und das ist dann Jötunheim alles? Jo. Da müssen wir auch noch einiges machen. Hier haben wir noch ein bisschen was frei. Was? Erobere Jötunheim? Achso, ja, mit den einzelnen Charakteren. Wie gesagt, das habe ich ja noch nicht. Hier kann ich höchstens ein bisschen was nachholen, aber dafür brauche ich, glaube ich, keine Videos für euch. Die neuen Gegenstände vielleicht noch, die mich interessieren würden. Wenn ich die kriege, aber dann müsste ich ja mittendrin aufnehmen, weil wer weiß, wann ich sie kriege. Oder ich müsste jedes Mal aufnehmen und nur das hochladen, was gerade was bringt. Na gut, wir werden sehen. Ich habe mich ja schon einmal verabschiedet, dann verabschiede ich mich jetzt trotzdem nochmal. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.